Hallo und herzlich willkommen. Weiter vorgelesen mit Mark. Nordfriesischer Marsch beim Ansehen. Hat ja irgendwas letztes Mal nicht ganz geklappt, deswegen fahren wir jetzt mal. Denke mal, wir müssen fast einmal komplett außen rum. Aber so haben wir Glück, so können wir selbst auch noch mal einmal fahren. Und wie gesagt, unser Testfeld hier fertig machen und gucken, ob das wirklich einmal so schön geworden ist, wie wir das gerne gehabt hätten. Denn das Feld wird ja nachher zur Berechnung rangezogen, ob sich das lohnt, was wir das ganze Spektakel hier treiben. Das Feld muss nach über 100.000 Euro ausbringen. Also ich denke mal, wenn das Feld noch... Ich war wieder bei euch. So, besser. Ich denke mal, wenn das Feld noch einen Gewinn erzielen muss, oder das muss einen Gewinn erzielen, dann muss das Feld schon fast an die 200.000 Euro einbringen. Beim Verkauf oder beim Ernten. Können wir theoretisch einfach nachvollziehen. Theoretisch müssten wir, ich denke mal, irgendwas um 100, 150 Tonnen ernten, dass sich das einigermaßen rentiert, gehe ich mal sparen davon. Also von dem Feld 150 Tonnen. Also 150.000 Liter, ganz grob. Wir kriegen 1, ich rechne mir jetzt schon im Kopf mit 1,5, ganz grob, das heißt 1,5, 100.000 Tonnen wäre dann 150.000 Euro, Pi mal Auge, ganz grob gerechnet. Das könnte sogar vielleicht ein bisschen zu mir um 88.000 Euro Pacht bezahlt, einmalig. Und dann brauchen wir 7 Monate oder 8. 8, dann kommen nochmal 80 drauf, ja. Und dann vielleicht rechnet sich das auch im ersten Jahr nicht, sondern vielleicht auch erst im zweiten. Das müsste man dann mal nachrechnen. Aber das werden wir dann Ende des Jahres, wenn wir die Statistik uns angucken und sagen, ja, rentiert sich oder nö, das wird besser sein, sowas, das funktioniert nicht so gut. Zumindest nicht mit meinem Spielstand, meiner Karte und so weiter. Mir geht es jetzt auch nur auf der, um den reinen Verkauf, wenn wir, sage ich mal, die Produkte, wenn wir das Material brauchen, um, sage ich mal, einer weiteren Produktion zu veredeln. Ich weiß nicht, wenn wir Weizen anpflanzen und daraus aus dem Weizen Mehl machen. Dann ist sowas bedeutend lukrativer, als wenn wir einfach nur den Weizen verkaufen. Weil der Weizen hat eine unheimliche Standzeit. Der steht halt unheimlich lange auf dem Stück. Und wenn das dann, wenn er so lange steht, könnte ich mir vorstellen, dass das dann nicht mehr wirtschaftlich ist. Wenn du dann zumindest den Weizen davon verkaufst, dann warum muss die Masse darunter kommen? Da muss das 100%ig gedüngt sein und hier und da und dort und das könnte dann halt vielleicht ein paar kleine Probleme verursachen. Wir fahren jetzt nochmal eben da hinten die Ecke angucken, aber die haben wir eigentlich gerade schon ausgearbeitet. Das kann das Ding eigentlich jetzt nach Hause. Stellplatz 3 hätte ich gesagt. Oder Stellplatz 4. Haben wir Stellplatz 4, da ist auf jeden Fall Platz. So, wir weiter hier. Der Feldversuch heute. Wie gesagt, also ich denke mal, wenn du das Zeug weiter veredelst, ist, denke ich mal, mit Pachten ganz gut. Wenn du es, sage ich mal, nur anbaust, um es danach zu verkaufen, könnte es vielleicht sogar zu teuer werden. Wenn du die einmaligen Kosten nicht hast, dann kostet dich das Feld pro Jahr 100.000. Ja, ganz grob. Dann ist das wirtschaftlich, hätte ich schon fast gesagt. Wenn du pro Feld 100.000 Euro ausgibst, dann musst du das 5 Jahre bewirtschaften. Dann hat es 1/2 Million gekostet, dann hättest du auch schon fast kaufen können.
das ist dann halt diese Rechnerei, die du anfangen müsstest, um zu sagen, ist das wirtschaftlich genug oder nicht? Ich werde ja gleich wohl Probleme haben. Pech am Pass hat nicht mal alles da rein. In den Ladewagen. Doch, passt. Guck mal, der kommt von der Tanke wieder. Oder. Wie viel Gras ist denn jetzt geworden? Tonnen haben wir darunter geholt. Die Sämaschine. Das ist mir gerade so eingefallen, weil ich mir gerade kurz den Kopf drüber zerbrochen habe. Dass ich ja Probleme habe. Wir haben ja, ich kann ja auf YouTube, kann ich ja einsehen, wann, sage ich mal, so die Hauptzeiten sind, wann bei uns Videos geguckt werden. Diese Hauptzeit verschiebt sich, also ist meistens von 17 bis 20 Uhr. Pi mal Auge. Sonntags haben wir auch noch einen Stoß nachmittags von 12 bis 15 Uhr. Da ist auch nochmal eine hohe Einschaltquote. Und wenn wir das dann soweit haben, ist das natürlich so, wenn ich jetzt Videos habe, ich habe für Sonntags, habe ich für Samstag und Sonntag habe ich 4 Stück, also wie aktuell sowieso jeden Tag, habe ich 4 Stück und habe das Problem 17:01, 18:00, 19:00 und 20:00. Das geht theoretisch, ich finde aber die Zeiten irgendwie so komisch, 17, 18, 19, 20:00. Vor allem auch dann zwei LS-Folgen ist halt immer so ein bisschen schwierig. Tackst du die direkt hintereinander oder machst du eine um 17 Uhr, eine um 19 Uhr, so wie immer. Oder 18, 20 Uhr und dazwischen dann CBM oder Omsi. Muss ich mir nämlich gleich überlegen, ich will mich gleich LS hochladen. Ich will gleich den Upload für Sonntag fertig, für Samstag fertig machen, deswegen. Oder für Sonntag, für Samstag und Sonntag vielleicht. Wir das gleich mal gucken, wie das am schönsten ist. Ich weiß nicht, ich finde, wann würdet ihr am liebsten die Videos sehen? Das ist auch immer so eine Sache. Ich gehe jetzt einfach immer rein, danach, wie YouTube den. Wenn YouTube sagt, wo unsere Videos am meisten geschaut werden. Natürlich ist das auch so, wenn wir jetzt ein Jahr lang immer nur zwischen 18 und 19 Uhr Videos bringen, dann kann natürlich in den anderen Zeiten auch kaum Aufrufzahlen sein oder Schauzeiten. Weil halt da sowieso keine Videos kommen und wer schaut sich das Video von gestern Abend, morgen, dann mittags an.
Na gut, ich bin ja einer, ich gucke abends meistens durch, wenn ich nach Hause komme von Arbeiten oder allgemein, wenn ich irgendwas gemacht habe, so wie jetzt gleich, gucke ich durch YouTube, was sind meine Abonnenten, was haben die für Videos hochgeladen, was will ich mir angucken. Dann schmeiße ich mir das alles in meine später Ansehen-Playlist. Wenn ich das dann alles gesehen habe, gibt es vielleicht noch irgendwie ein Video, was ich dann sofort mir angucke, weil ich das irgendwie am spannendsten, am schönsten, am wichtigsten finde, was auch immer. Das dann geguckt habe, gehe ich in die Playlist, sortiere mir meine Playlist durch, nach was für einer Reihenfolge ich die Videos am schönsten oder am besten zum Schauen finde. Wenn ich das dann gemacht habe, starte ich mit dem ersten Video in der Playlist und dann schaue ich die Playlist runter. So einfach ist es. Wenn ich die am einen Tag nicht schaffe, dann mache ich die am nächsten Tag weiter, aber so, dann packe ich da erst wieder Videos rein. Bis ich die dann geschaut habe. Es kann teilweise sein, dass ich dann eine Woche oder so zwei nicht hinterherkomme, weil ich halt so viele geile Videomaterialien sehe oder ich habe einfach keine Zeit oder ich schaffe es nur abends ein oder zwei Videos zu gucken oder wenn überhaupt vielleicht eins oder so. Dann gibt es immer abends, da schaffe ich vielleicht sechs oder sieben, tue aber nur zwei weitere in die Playlist rein oder so, dann arbeite ich natürlich da weiter ab, das ist natürlich ganz klar. Kenne auch Leute, die haben die Playlist, da sind 1000 Videos drin, die nie im Leben wieder schauen werden. Oder so. Ach, da bin ich ja kein Freund von. Ich muss wissen, irgendwann muss ich die gesehen haben. Irgendwann lösche ich die, also wenn ich die geguckt habe, abends oder so, dann gehe ich ja mal durch, die habe ich gesehen, rausschmeißen, rausschmeißen, rausschmeißen. Ist halt immer so unterschiedlich. Was werde ich eigentlich ganz schön ist das neue YouTube-Design. Das gefällt mir irgendwie. Ist ein bisschen frischer, ist zwar ein bisschen ungewohnt. Im Dashboard sieht es sowieso noch gleich aus, aber zum Gucken am Rechner finde ich das ein bisschen moderner. Bin gespannt, ob er wie am schönsten schon mal schaffen würde, in der Folge ganze Luzerne wegzuräumen, was hier endlich weg ist. Dass wir das nächste Mal vielleicht nicht mehr unbedingt mal anfangen müssen. Den wir vielleicht noch zwei Ladewagen, dann müssten wir eigentlich alles fahren. Guck mal, wie ihr seht, hat der jetzt Wasser abgeholt. Gerade hat er den Trigger nicht getroffen. Vielleicht mehr Schwung oder so, weiß man nicht. Na, hier müssen wir einfach mal düngen, kalken, volle Programm. Ist das nicht so ergiebig, glaube ich. Ob wir da wohl durchpassen oder ob wir jetzt alles wegnieten, was da ist. Ne, wir passen da durch. Aber ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder, was auch Folge lässt.
werde jetzt, glaube ich, noch den letzten Luzernekipper an meinem Fahne, ist halt fertig. Dann schauen wir uns morgen weiter an. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar Submits brauche. Wir sehen uns morgen wieder oder weitere Folge Citybus, Manager, Umsi oder so. Bis dann, danke. Tschüss.